Damals hat mich ein Vater von meinem besten Freund damals hat mich zum Basketballtraining einmal mitgenommen. Aber bewegt habe ich mich immer schon gern als Kind. Das hat auch mein Sohn von mir geerbt und so. Ja, das war immer in meinen Genen, die Leidenschaft zu Bewegung und zu Sport. Und dann habe ich halt, das war einfach bei mir so drinnen. Ja. Und ich habe immer gern Sport gemacht, auch als Kind schon regelmäßig Sport gemacht. Und wie gesagt, wie man mich als Kind einmal gefragt hat, was ich werden will, irgendwann einmal, habe ich entweder gesagt Profisportler oder Arzt, interessanterweise, diese zwei Sachen. Ja. Es ist dann beides nicht geworden, aber Gesundheit und Körper, das auf jeden Fall, das ist geblieben. Das Interesse für Sport, für Medizin, für Gesundheit ist bis heute da und ist jetzt auch mein Beruf, das ist das Coole. Ja. Ich war dann sehr lange Zeit Leistungssportler eigentlich. Ich habe sehr intensiv Basketball gespielt und da habe ich mich natürlich schon sehr viel mit meinem Körper auseinandergesetzt. Damals war das noch alles ein bisschen anders und es gab kein Social Media, wo man irgendwelche Infos bekommen hat und so. Aber ich habe mich sehr viel mit Sport, mit Training auseinandergesetzt, mit Ernährung auch und so. Und habe dann da meine ersten Trainerausbildungen begonnen. Zuerst Basketballtrainer, dann Fitnesstrainer. Und dann habe ich Gesundheitsmanagement gefunden, dieses Studium an der Fachhochschule, was ziemlich cool ist, weil es ist eine Kombination aus medizinischen Fächern und auch Unternehmensführung, was das beides sehr vereint und sehr praxisnah macht. Ja. Und habe dann sehr lange Zeit in der Medizintechnik, im Vertrieb gearbeitet und da war ich sehr viel im Ausland. Und da habe ich aber trotzdem Strategien gehabt, wie ich mich fit halten kann über Ernährung, über Training. Und da habe ich dann begonnen, schon die ersten Leute so zu coachen, wie das eben funktionieren kann für jemanden. Ja. Ja, also der typische Kunde oder die typische Kundin sind viel beschäftigte Menschen, die sehr viel arbeiten. Ob das jetzt Unternehmer sind, Führungskräfte, Vertriebsleiter, Vertriebsleiterinnen. Und die halt trotzdem aber was für ihre Gesundheit tun wollen, was verändern wollen, aber nicht genau wissen wie. Und denen zeige ich, wie das funktioniert. Und da ist halt ganz wichtig dieser ganzheitliche Ansatz, ja, dass man sich nicht nur auf Sport konzentriert, sondern auch auf Ernährung, auf Bewegung im Alltag und diese Basics, wie ich sie immer nenne, dass man die umsetzt. Ja. Der ist eigentlich was ganz anderes wie die ganzen Fitnesscoach sonst, wo du entweder nur das essen darfst, du musst nur das trainieren und kriegst einen Trainingsplan, wo du 7-mal in der Woche trainieren gehst und weiß nicht, wie viele Händeln am Tag essen musst. Das geht nicht, das ist ein normaler Mensch. Da habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das einmal. Das Gute ist, ich war gleich motiviert, weil es ein systemleibend ist. Haben wir das gleich alles angeschaut. Ganz am Anfang war es schwer, weil ich sehr viel aus, ne? Weil ich kann nicht kochen, ich richte mir am Vortag nichts her, ich kaufe mir das beim Billa, beim Hofer, wo auch immer. Und da das richtige Essen zu finden. Früher bin ich durchgerannt, Kessel über Kessel, ein Red Bull und ein Topfengulatschen noch. Geht schon, ist eh wurscht. Diese Ernährung, die ich jetzt habe, schenkt mir extrem viel Energie und das ist eigentlich was richtig Cooles auch an den Ganzen. Darum macht es dann noch mehr Spaß, weil ich will gar nicht mehr in das reinfallen, wo ich... Also trainieren ist ewig auf meiner Agenda gestanden. Das war... Ja, ich bin mit Schwarzenegger-Filmen aufgewachsen, also da musst du dann pumpen und trainieren. Aber immer on und off, also das war mal ein Jahr trainieren und was macht man eigentlich, wie trainiert man? Und das war irgendwie... Ja, also gefühlt ist auch nichts weitergegangen. Der Philipp hat mir einen Plan gegeben, hat mir einen Plan aufgestellt, hat diese ganzen Mythen ausgeräumt, diese ganze Blödsinn, was bei uns ersprochen wird über Ernährung, über Krafttraining. Also da ist so viel Unsinn einfach unterwegs. Und dann habe ich einen Menschen gehabt, den Philipp, auf den habe ich mich verlassen können. Das ist aufgrund seiner Erfahrung, da habe ich auf einmal Vertrauen gefasst. Und er hat mir dann einen sehr effizienten Plan aufgestellt, wie ich schnellstmöglich im Fitnesscenter Muskeln aufbauen kann. Also ich gehe schon gerne ins Fitnesscenter, aber ich will es auch bitte effizient haben. Ich will nicht unnötig drin sein und leiden, das interessiert mich auch nicht. Stunde rein, Stunde raus. Ja, ganz wichtig ist einmal ein Erstgespräch, das biete ich auch jedem an, das ist kostenlos, unverbindlich, da mache ich einfach mal eine Analyse, wie schaut im Moment das Leben von derjenigen Person überhaupt aus, was macht die Person, was hat schon ausprobiert, was hat funktioniert, was nicht, und dann sprechen wir mal über die Ziele, was will die Person eigentlich.
Weil das muss man schon sagen, oft kommen Leute mit unrealistischen Zielen. Und da ist es wichtig, dass man Ziele setzt, die realistisch sind, die auch messbar sind, wo ich es begleiten kann und wo sie dann auch wirklich einen Fortschritt sehen, weil das ist auch wichtig für die Motivation, dass man dranbleibt, wenn man einen Fortschritt sieht und wenn man realistische Ziele hat, die man messen kann, wo man dann wirklich sehen kann, dass da was weitergeht und dass das Sinn macht, was man da macht. Ja. Das ist total wichtig. Ja. Und man schaut natürlich auch, ob man sich überhaupt sympathisch ist, ob das irgendwie funktionieren kann. Und dann machen wir einen Plan, wie das funktionieren kann konzentrieren uns auf die verschiedenen Bereiche, auf die verschiedenen Stellschrauben wie Ernährung, Alltagsbewegung, Training, in welcher Form auch immer, Stressbewältigung, Schlaf. Und dann gibt es noch ein paar so Sachen, die wir uns da genau anschauen und wo man gewisse gesunde Gewohnheiten definieren, die wir in den nächsten Wochen und Monaten umstellen wollen. Weil das ist schon auch wichtig, das Ganze ist zu sehen als ein langfristiger Prozess. Also es ist nichts, was von heute auf morgen geht. Es bringt auch nichts, jetzt in einem Monat 10 Kilo abzunehmen, weil das wird nicht nachhaltig sein und wird nicht langfristig funktionieren. Ja.